Und nochmal, wer Grundgesetz haben möchte, noch keinen Satz, bitte bedient euch, nehmt die mit. Ich habe auch keine Lust mehr. Alles muss raus, auch das Grundgesetz, alles muss raus. Ja, mal sehen. Die Welt war vor 2 Jahren. Ich hoffe, die Gates noch. Alles muss raus, alles muss raus. Das hat so von 50 als. Nein, so ein altes habe ich nicht. Also sind es erst vor 2 Jahren schon auf bei der zentralen politischen Bildung gestellt. Und das ist die Nationalhymne rückwärts, oder wie? Als von 74, es stand ein bisschen was anderes drin als heute. Nationalhymne? Einigkeit, das ist eine Forderung. Einigkeit in Recht und Freiheit für. Ja. Wir fordern, dass man... Einigkeit, Recht und Freiheit. Das heißt, es ist nicht da. Ja. Seitdem die Nationalhymne gesungen wird. Ich habe Vermächtnis von meinem Vater mal ein bisschen angegriffen, habe mal reingeguckt. Tatsächlich ein alter Druck von einem Grundgesetz. Muss ich mir mal genauer angucken. Ja, das wird richtig. Eins ist leider irgendwo Umzug weggekommen. Ja. Habe ich damals 74 das Herkunft und da habe ich gekriegt. Ich lese und meine, hey, das wird nicht gewährleistet. Ja. Ich werde diskriminiert, weil mein Vater nur apostolisch ist. Was soll das? Ja. Da wirst du aber richtig fienisch, wenn du siehst, was du eigentlich normalerweise für Rechte hättest. Und das haben wir am Mittwoch klar gesehen. Da war nicht viel von zu sehen. Sehr einseitig alles. Von allen Seiten, ja. Ja. Ich habe einen Jungs da. Love and Peace. Love and Peace. Das ist hier meine kleine. Die ist immer klasse. Und du mit deinem Megafon. Aber du musst auch mal einen anderen Kurs haben. Ja. Also ich spiele Schlagzeug und das ist immer das Gleiche. Hast du dich mit meinem Bruder? Ja, aber er ist total beschäftigt. Also ich spiele ein bisschen Schlagzeug, manchmal singe ich. Hallo. Ja, du auch immer mit deinem Thema. Auch toll. Ich gebe mir Mühe. Ja, wollen wir sehen, wie lange das... Mädchen, komm, einmal die Hand. Hi. Oh, schämt euch. Wer muss sich schämen? Fangen wir von hinten an. Ja, ist ja geil. Ja, siehst du? Ja, es hat sich noch nichts geändert seit einem halben Jahr. Hi, du bist doch hier. Ja. Hallo. Autogrammstunde. Guck mal, ich habe mich auch schick gemacht. Viel mehr habe ich nicht zu bieten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das war nicht mit ihm. Die Polizei ist der Meinung, diese Fahne mit dem, die Deutschlandfahne mit dem Bananenlogen drauf, das stellt eine Verunglimpfung der Symbole des Deutschen. Oh, da fällt mir dann noch anders ein. Du weißt da. Mann, die DDR wurde mit Bananen gekauft! Also! Mädels! Das ist mitgerichtet hier! Ja, Mädels, holt mal schnell Björn Banane her. Der singt jetzt so und dann werden die freigelassen. In Ordnung so, oder? Das mal machen. Wer singt? Nee, Björn Banane, dann wird er wieder frei, wird er wieder freigelassen. Den haben sie wegen der Flagge, haben sie ihn... Wegen Bananenflagge? Ja, nicht zu fassen. Ist doch aber zulässig. Verunglimpfung auf einmal. Zulässig laut Gericht. Ja. Das kann es nicht sein. Die Bildzeitung schreibt, es ist erlaubt. Ja.
irgendjemand lügt. Ja. Das nächste Mal, wenn du ein Mickey Mouse T-Shirt hast, dann ist es auch scheiße. Er hat vollkommen recht, das ist eine Meinungsäußerung. Er hat vollkommen recht, das ist eine Bananenrepublik hier. Andere Leute sehen das. Das war am Samstag bei der Großdemo auch eingezogen. Und dann wurde doch aber gepostet, dass das erlaubt ist. Mit so einem Urteil da drunter. Die Kollegen sind sich nicht sicher, ob das erlaubt ist. So, können wir da nicht mal nachgucken, bevor wir was verbieten? Jetzt hast du den Rechtsstaat beerdigt oder was? Ja. Ja, die Frau hat Haben wir Fahne. Dann zeigen Sie mir doch mal, dass die verboten ist. Ja. Es gibt da. Ich verstehe Sie so schlecht, die verbieten bleiben. Das ist aber doch jetzt informativ für uns alle. Das ist informativ. Das, normalerweise ist das. Ich wollte das. Ja, aber wir sind jetzt alle hier. Wir hören es alle und das ist ja für uns alle. Wir müssen das. Sehen Sie, er ist jetzt in die Falle, er ist in die Falle gelaufen. Ne? So, und wenn ich das jetzt höre, ich hätte vielleicht auch eine Fahne zu Hause und da mache ich es eben halt nicht. Deswegen wäre es für mich interessant und für andere Leute auch. Also, ja, wo steht denn das, dass man die nicht haben darf? Also kann ich das weiter aufnehmen? Also, nee, das geht. Nein, er hat ja, ich wollte gerade sagen, er hat ja irgendein Argument. Naja, wollen wir das jetzt mal klären? Also ich darf die Gesetzmäßigkeit nicht aufnehmen. Das ist verboten, jetzt die Erklärung aufzunehmen. Weswegen er die Fahne nicht tragen darf. Das ist aber für mich, für alle Leute wichtig. Den Tweet finde, ob wo das steht mit dem Urteil mit der Banane. Das Bild ist aber erlaubt, ne? Gut? Ja, okay. Weil die Bananenfahne ausgerollt hat, ich darf das Bild aufnehmen, aber den Ton nicht. Ich darf das nicht aufnehmen. Ja, ja. Um die Zeit. Es ist verboten, manche sagen ja, aber er weiß nicht, was in jeder ist. Ja, in jeder Sachsen ist es auch erlaubt. Wurde ja vor ein paar Wochen der Vorfall war ja schon. Keine Freiheit. Keine Bananenfreiheit. Nein, auch die Banane. Warum ist die Banane krumm? Erklär mir das mal bitte. Warum? Was jetzt zuletzt war. Also was lächerlich ist. Also weißt du, ja, wir haben ja nichts anderes. Was lächerlich ist.